Ich sag mal so, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Bartscherer, der eigentlich aktiviert wurde wegen Twitch-Stream-Aktionen und Videos, die ich dann von Twitch zusammengeschnitten habe, um auf YouTube auch hochzuladen. Aber irgendwie habe ich immer wieder Bock, auch Vlogs zu machen oder kleine Videos. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe damit eigentlich schon sehr, sehr früh angefangen. Der ein oder die andere kennen vielleicht noch die guten True-Culture-Zeiten. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, damals habe ich Video-Interviews gemacht mit diversen Rap-Artists. Und ja, irgendwie hocke ich heute die ganze Zeit vorm Rechner und mach mir nicht Gedanken, sondern ja, überleg mir, was ist eine geile Vlogging-Cam? Oder was gibt es da Neues auf dem Markt? So, ich habe hier aktuell in der Hand, die gute Canon Leica. Aber ist die Frage, findet man immer Weitwinkel geil oder kracht hier unten am Tisch was? Genau, findet man immer Weitwinkel geil oder hat man auch mal Bock auf eine bisschen edlere Optik? Und ja, ich schaue mir die ganzen Videos an, was es da gibt an Vlogging-Cams oder kleineren Kompaktkameras, die ganz geil sind, die man auch einfach in die Hand nehmen kann, wenn man mal einen Vlog macht oder irgendwie auch unterwegs ist und einfach mal geile Fotos machen will, ne? Als Kamera habe ich die Sony Alpha 7S Mark II. Ist geil, müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber irgendwie finde ich die auch sehr groß, ne? Bedeutet, wenn man mal schnell rausgeht und die sich einfach umhängen will, ja, ist halt irgendwie doch einfach kein kleines Ding so. Plus, ich finde da die Akkulaufzeit nicht so geil. Anderes Ding, Canon Leica, die ich jetzt hier in der Hand habe, ist dieser Weitwinkel immer geil. Ich finde es nice, aber manchmal finde ich so eine edlere Aufnahme auch ganz cool. Wie gesagt, wir haben heute Montag, Ostermontag, Feiertag und ich hocke hier echt die ganze Zeit am Rechner und ziehe mir rein, was es hier gibt. Die Stars, Boom Bang, Kameras, bin jetzt hier auf einer, wie hieß die, Sony RX 100, Sony RX 100 V gestoßen, die ich ganz geil finde, aber auch wieder 900 Tacken kostet. Geht es gar nicht darum, ob ich mir eine hole oder nicht, sondern einfach, um sich mal zu informieren, was da geht. Und ja, deswegen würde mich mal interessieren, falls dieses Video sich jemand anschaut, was für Vlogging-Cams findet ihr geil? Und vor allem, was findet ihr an der Sicht geil? Wollt ihr eher so einen Weitwinkel, wenn ihr Vlogs im Internet anschaut, oder findet ihr so ein bisschen Unschärfe ganz geil im Hintergrund? Genau, würde mich einfach mal interessieren. Plus, ob man hier auf dem Kanal nicht einfach auch mal immer wieder irgendwelche Vlogs oder sonstige Videos aktiviert, anstatt jetzt nur Zocker-Styles und so. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum das in mir ist. Ich habe einfach Spaß dran. So, wie gesagt, ganz früh hat es bei mir angefangen mit True Culture. Unten verlinkt in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal die ganzen alten Videos anschauen. Ja, ich weiß, in vielen Interviews war man nicht so sprachgewandt und hat auch oft den Fragenkatalog runtergerattert. Man war jung. Soll man hier auf dem Kanal vielleicht mal ein paar weitere Videos immer mal wieder starten oder nur zocken? Bei mir ist echt immer so, dass ich Dinge, die ich regelmäßig mache, werden schnell langweilig, finde ich. Deswegen, ja, ich habe einfach Bock auf Vlogs. Da hätten wir schon die erste Überschrift. Bock auf Vlogs. Genau, in diesem Sinne, aber die Hauptfrage war, was ist ganz geil als Vlogging-Cam? Ist es geil, Weitwinkel, macht es die Mischung von allem, aus allem, Weitwinkel, Unschärfe, 15 Drohnenaufnahmen. So, ja, das war irgendwie die letzten Stunden mein Thema am Ostermontag. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal kommentiert, was ihr zu diesem ganzen Thema, von diesem ganzen Thema haltet. Eure Meinung, Daumen nach oben, sagt man doch so, ne? Ich glaube, halt, ich muss hier unten reinschauen. Daumen nach oben würde ich mich freuen, teilen würde ich mich freuen und den YouTube-Kanal abonnieren würde ich mich freuen. Irgendwie habe ich Bock, diesen YouTube-Kanal ein bisschen mehr zu aktivieren, anstatt nur auf Twitch zu zocken. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet alle erholsame Feiertage. Und ich schaue jetzt mal weiter hier, was es an kleinen Kompaktkameras gibt. Vlogging-Cams, als auch schöne kleine Kameras für unterwegs, um
einfach ein paar schöne Fotos zu zwitschern. Ich sag mal so, bis bald, ahoi.